So, liebe Giga-Freunde, der Stefan Niemeyer, der Steffen Niemeyer hat mir mal was vorbeigebracht. Ihr seht schon, das ist ein kleines Tablet. Auf dem befindet sich aber etwas, was wir gestern alle mit Spannung, sage ich mal, im Internet verfolgt haben. In Anaheim, drüben in Amerika, im fernen, fernen Amerika, wurde was vorgestellt, wo sicherlich Tausende von Leute, Millionen, Milliarden von Menschen immer darauf warten, dass es gezeigt wird. Und jetzt können sie es gar nicht mehr abwarten und haben das wahrscheinlich schon heruntergeladen, auf ihren eigenen PC installiert. Wir durften mithilfe von Steffen Niemeyer eben halt es auf dem Tablet anschauen. Windows 8, das ist die Developer-Preview-Version. Dazu muss man sagen, es ist natürlich noch nicht ganz rund. Es ist ja auch noch keine Beta, es ist halt keine Release-Candidate, es ist auch keine Golden Master, erst recht nicht. Es ist eine sehr, 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 sehr frühe Version. Gestern auch schon in der Präsentation ist ja auch schon ein Gerät, glaube ich, abgestürzt und dann muss er schnell ausgetauscht werden. Aber wir können uns das jetzt mal hier anschauen, auf dem Gerätchen hier. Es ist komplett runtergefahren. Es ist ein Acer-Tablet W500. Innen drin steckt ein AMD-Prozessor C50. Ansonsten, ja, das standardübliche Windows-Tablet-Hardware. Ich glaube, 2 GB an Arbeitsspeicher hat er, sollte also die Minimalanforderungen erfüllen. So, dazu für die Bootsequenz muss ich noch mal kurz meinen Timer mal rausholen. So. Hier ist der Timer. Da. Jetzt wird es ein bisschen hakelig. Ich muss nämlich das festhalten und hier, glaube ich, darauf drücken. Halt. Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Stopp runter. So, gucken wir mal. Nein! Moment, löschen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe nur 2 Hände. So, nochmal auf die Plätze, wenn ihr los. Ich hoffe, ich habe jetzt den Schalter richtig erwischt. Ansonsten muss Ben leider nochmal alles anhalten und dann wieder von vorne anfangen. Nee, das Windows-Zeichen leuchtet nicht, dann ist er nicht angegangen. Achso, Steffen steht nämlich im Hintergrund und sagt mir, wenn dieses Windows-Zeichen aufleuchtet, dann bootet er auch. Ja? So, nochmal das Ganze. Achtung, fertig. Los. Du hast den falschen Knopf gedrückt. Steffen hat einen Trick angewendet. Er hat da 2 Knöpfe hingebaut. Ich habe auf den Laut- und Leise-Knopf gedrückt. Naja, das ist live. Wir schneiden hier nichts raus. Es wird hier alles so gemacht, wie in einer Live-Sendung, wie ihr es gewohnt wart früher bei Giga. Also den Knopf jetzt, oder? Okay, den Knopf drücken. Muss ich lange drücken oder muss ich nur ganz kurz? Just try it. Okay, dann versuchen wir es mal nochmal. So. Ah, jetzt leuchtet's. Timer läuft. 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden, 7, 8. 8 war versprochen. Aber wir sind bei 10. Ich habe ein bisschen später aufgehört. In 10 Sekunden ist das hier mal komplett hochgefahren. Kann man auch sehen. So. Und das ist immer so ein Anmeldebildschirm, wie das jetzt von Windows 8 sein soll. Ich muss jetzt hier mal eine ganz geheime PIN geben. Nicht gucken. Nicht gucken. Ben untersteht dich. Ja. Komm jetzt in die Ziffern. Jetzt hat er mich veralbert. Ich glaube, jetzt haben wir nämlich ein kleines Problem. Ich habe das vorhin nämlich umgeändert in einen Ziffern-PIN und der will nicht mehr auf die Ziffern umschalten. Das ist natürlich dann ein bisschen komisch. Oder er will gar nicht. Ich versuche mal das einfach mit dem normalen Standardpasswort. Funktioniert. Trotzdem. Komisch. Eigentlich hatte ich PIN eingegeben. Er lässt mich aber mit dem Passwort wieder rein. Ist eine sehr frühe Alpha-Version oder Developer-Version, wie auch immer. So sieht das jetzt einmal aus. Dieses ist der Bildschirm, an den ihr euch ab jetzt für immer gewöhnen müsst, wenn ihr Windows 8 installiert haben solltet, die Developer-Version. Alles schön ausgelegt in Tiles, wie man das eigentlich mehr oder weniger auch von Windows Phone eben halt kennt, nur sehr viel bunter. Und diese ganzen Apps sind hier auch schon funktionstüchtig. Was mir vorhin aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob Ben das damit einfangen kann.
Jedes Mal, wenn man hier nämlich über den Bildschirm rüberfährt, also wenn ich schnell drüber fahre, ich mach's mal hier, dann zieht er so einen kleinen Kometstreifen hinter sich her. Es ist nicht das Bildschirm, sondern es ist wirklich ein kleines Feature, was eben halt eingebaut ist. Die ganzen Apps funktionieren auch. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Machen wir mal Painting. Das sind diese Metro-Style-Apps, wie sie es gestern genannt haben. Dann kann ich hier dann rummalen und auch wieder ein Undo machen oder eine andere Farbe wählen und alles. Man kann sowas hier mit maximal 4 Fingern eben halt machen. 4 Touchpoints hat das Acer-Gerätchen. Bei 5 sagt er nein. Ich könnte rein theoretisch jetzt auch 2 Finger von jeder Hand nehmen und da eben halt rummalen und das würde auch noch funktionieren. So, dann lassen wir ihn wieder weg. Wenn man hier wieder raus will, drückt man hier einfach auf die Windows-Taste und springt dann wieder auf den Startbildschirm. Wenn man in den normalen Desktop will, hier ist der Shortcut und dann gelangt man auf die normale Windows-Oberfläche. Verwirrend ist für die Leute, die gerne mit Windows eben mal in dieser Form arbeiten, ist, wenn man hier unten in der Startleiste auf das Windows-Symbol drückt, es gibt kein Startmenü mehr. Dort, wo ihr die ganzen Programme abgelegt habt, oder Dokumente und so weiter und so fort. Es erscheint dann immer dieses Touch, ja, wie soll man es nennen, ja, eigentlich der neue Startbildschirm von Windows 8. Und ihr könnt die natürlich so arrangieren, wie ihr wollt. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie man das jemand arrangiert. Ja, so, jetzt aber, na komm schon. Ich glaube, gestern ist es nämlich auch bei dieser Version dann, oder bei dieser Aktion. Ah, jetzt. Die könnt ihr dann hin und her schieben, wie ihr wollt, und sortieren. Einfach dort hinschmeißen, schwupp, hat das andere verdrängt, weggeschoben und nimmt dann dort den Platz ein. So sieht das hier mal aus. Dann kann man ja hier nochmal kurz Inkpad. Ach nee, Inkpad war, glaube ich, der hat einen kleinen Bug. Da sieht man, dass es nämlich noch eine sehr frühe Version ist, eine Developer-Version. Ich kann hier nicht anfangen zu schreiben, es ist einfach nur ein Blatt, wo man nicht drauf interagieren kann. Es sei denn, man will es nur hin und her schieben und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es ist eine frühe Version. So, was gibt es noch? Einstellung, Control Panel ist hier, kann man da reinspringen und auch in den User an sich gehen. Jetzt können wir mal hier in meinen Account mal reingehen. Moment. Create Picture Password. Nee, das ist mein Passwort. Ich wollte eigentlich das Bildchen machen. Wo kann man das nochmal machen? Oder? Personalize. War das da? Nein. Ihr seht, ich kann mich momentan auch noch nicht in Windows 8 eben halt gewöhnen. Windows 7 ist so ein Feature noch nicht mit eingebaut. Aber gut, aber man kann es ja zumindest mal mit Steffen mal kurz mal gucken. Aber man kommt da nicht drauf. Das Bild haben wir eben halt gemacht mit der Webcam und das funktioniert eben halt auch ganz schön. Wer das Bild eben halt gesehen hat, hat es auch gesehen. Das Gerätchen hier, das Acer, wird ein bisschen warm hier. Ich höre keinen Lüfter. Okay, es ist auch nicht schwer unter Last gesetzt worden. Soweit erstmal zu unserem kleinen ersten Hands-on zu Windows 8, der Developer Preview. Die kann man sich herunterladen. Auch wir haben dazu einen Artikel geschrieben und die ganzen Download-Links sind halt angehängt. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, macht das bitte nicht auf euren Arbeitsrechner. Nicht machen. Denn es wird immer meistens ein Clean Install drauf installiert. Das heißt, eure ganzen Programme, die ihr bei Windows 7 am Laufen habt, würden verschwinden und ihr habt dann ein nacktes Windows 8 drauf. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Alle weiteren Informationen zu Windows 8 werdet ihr heute, morgen und auch in Zukunft, solange es eben halt Windows 8 eben halt gibt, bei uns auf giga.de finden.